5,9, das klingt aber richtig. Das war aber nicht 5,9, oder? Oder so, keine Ahnung. Das war das Third gegen den Ruhestand da gerade. Ja, das war halt, ich kann halt die letzten drei Spiele oder so anzeigen lassen. Ah, okay. Ich finde die auch Ulrich so absurd, wenn sie ganz. Ich schmeiß dich weg. Er hat ja schon mal ein Tierlist gemacht, wo wird seinen ganzen Namen. Ja, er hat einen idealen Namen gehabt. Ah, aber das ist ja auch Recency Bias eigentlich drin, oder? Das ist ja auch Recency Bias eigentlich drin. Das ist ja witzig, wenn Jung Ulrich einfach so gar nicht so einer von den Tierlist hat. Ich finde es scheiße, ich will einen anderen. Mjölkmann finde ich gut. Mjölkmann? Also Mjölkmann meinst du oder was? Nee, hatte ja mal. Gab's auch Mjölkmann? Ja. Okay, das ist schon witzig. Was ist denn so witzig wie Jung Ulrich? Wie viele Tags hat das Dragon schon gehabt? Ne? Tags? Ja. Drei. Ne, vier. Ich hatte Sachbo Amurai ganz am Anfang, aber das lasse ich zählen. Ja. Dann habe ich Konati, dann Kobori und jetzt NRW dann. Theoretisch. Danke. Das war so schnell vorbei. Was ist? Was so? Was ist? War das offscreen dein Spiel oder warst du schnell vorbei? Oh wow, okay. Kannst du es dir nochmal anschauen, ja. Also Jan Sator. Die Main von denen möchtest du noch nicht spielen. Hm? Die Main von denen möchtest du spielen. Den gerne. Ja, ich spiele halt super so unclean immer. Deswegen verliere ich halt auch, glaube ich, so richtig viel gegen so Arthur und generelle Charaktere, die einen so schnell mal wegblitzen können. Wo du schnell gepunished wirst. Ja, genau, vor allem halt bei so Gimps. So. Ich werde asozial viel gegimpt. Deswegen, das kann halt deutlich besser beziehen, weil so Resten halt irgendwo auf der Hand auch als Gimp bezeichnet. Also so kleine Sachen, wenn du so einmal kurz verkackst, dann so, oh, ach so, du bist tot. Davon werde ich gerade halt super doll getroffen immer. Damals glaube ich auch, wo du sehr stark, wo du gegen Arthurs Fox gespielt hast. War einfach Backrow. Ja, genau, also ist halt das ist das Ding. Ich spiele super, super, super unclean und habe so gaping holes einfach in meinem Gameplay. In meinem Gameplay. Ey, keine Ahnung. Ich glaube, das ist so eine Sache, so wenn ich mal so krank, so dass so rausfixen würde, dass ich halt in meiner Ledge immer safe bin, meine Ledge immer gut sind. Ich halt so Gimps auch so solide hinbekomme, weil so richtig viel sterbe ich auch einfach, wenn ich versuche, jemanden zu gimpen und dann reverse er das einfach. Dann wäre es halt viel besser. Also ich finde es einfach so, das ist ja, was ich gerade so immer so frustrierend fand in letzter Zeit, dass die haben so, geh da so rein, das ist so okay, es läuft eigentlich ganz gut und ach, ist okay, ich bin tot, so wegen so einer kleinen Sache. Aber ja, das ist halt wie so, kein Bock zu grinden, deshalb werde ich es auch nicht fixen. Also liegt eher hier dein Button kurz nicht an Konzentration oder sowas? Manchmal, also ich glaube, so manchmal zieht das so mit einher. Also weißt du, wenn du halt merkst, so, okay, keine Ahnung, wenn ich besser wäre, so besser dich kontrollieren könnte, dann wäre das jetzt gerade kein Problem gewesen. Ich wäre halt nicht, ich hätte nicht dieses gesamte Match halt wegen dieser einen Situation gedroppt, mehr oder weniger. Weil du ja teilweise so die Führung hast und der geht noch hohe Prozente und du willst ihn halt so schnell töten und dann verlierst du bei 0% den ganzen Stock. So. Das kostet mich halt schon unnormal viele Matches. Und wenn du dann halt immer noch schlecht drauf bist, so, dann ist halt doppelt schlimm. Du bist aber mad dabei. Weil du weißt doch so, es geht eigentlich besser. Also du weißt doch ganz genau, was du besser machen willst. Ja. So. Okay, jetzt bin ich schon wieder tot und dann. Aber heute geht's keine Ahnung, bin ich so schlecht drauf. Was ist denn jetzt drauf? Noch ein bisschen. Gütern-Kontroller, genau. Darum geht's. Bist du bei Maxi da kriegen oder willst du mal Schlüssel haben? Ah, nee, Frau, mein Schlüssel hat. Maxi da? Ja, da ist er immer. Ah, also er ist ja noch kein Trainer. Marius war eben auch da, ne? Ja, stimmt. Marius, obwohl Marius ist ja vielleicht noch da. Du kannst doch nicht. Ja, ich kann es auf Maxi mal an. Guck mal, Jan spielt auch voll gut. Der ist gerade voll gut. Ja. Bist du jetzt in deinem User-Stil? Ja, ja.
Also ich spiele jetzt gegen den Gewinner von den beiden. Schick mir mal den Link, der macht das zumindest an, aber ich... Twitch.tv/WordensMensch. Dann gucke ich vielleicht noch weiter. Ja. Und zu wem du gewinnst. Ey, wow. Aber ich bin so müde, ich will mich hinlegen und so. Mhm. Ach so, du müsstest hier noch Reis neu aufmachen, damit wir haben keinen... Ah, weißt du, wie man den Reiskocher bedient? Du kannst, du wäschst den Reis einfach. Ein bisschen so in dem Ding aus und dann machst du pro Cup Reis einfach ein Cup Wasser. Achso, ja. Selbe Menge. Und dann drückst du auch Start. Dann drückst du auch Start. Dann drückst du auch Start. Achso. Dann einfach alles rein, dann Start und dann machst du. Das ist ja cool. Das ist ja Wahnsinn, ne? Das funktioniert sehr einfach. Aber nimm den Rundkorn Reis bei dem. Was macht er? Was anderes? Ja. Okay. Wow. Ja, ich sehe das gleich, ja? Und viel verkackt. So asozial waren wir drin. Wir müssen wirklich mal die Ventilatoren wieder einschalten. Wir können halt noch aufmachen, das ist ja noch. Ja, wir können eigentlich noch aufmachen. Was ist denn das? Das ist ein bisschen schlimm, also wenn man das auch macht, dann ist es natürlich kalt. Ja. Obwohl, jetzt geht eigentlich noch. Oh shit! Ja, das ist der 4-2-0? 2-0? Für Jan, oder was? 1-0 für Jan. Okay, ja. Das fühlt sich so lange an, halt. Float die Match auf. Ja, voll. Ey, das ist ja krass. Jan hat, glaube ich, noch nie ein Dennis gewonnen, oder? Let's go third. Aber das ist second. Let's go third? Third, also. Second? Na, dafür musst du erstmal Zweiter werden. Muss erstmal gegen dich. Und erstmal gegen dich. Ich bin nicht sicher, was diese so. Oh, fancy. Ich weiß immer nicht, was diese Turn Pros nach oben teilweise sollen sein. Macht sich häufig bauen will damit. Nee, halt um halt eine neue Turner zu holen. Ich weiß nicht, ob das schneller ist als da vorne. Ich glaube, das ist halt, damit er so eine Wand vor sich hat, aber. Dass er halt nicht von oben kommt. Da kann man halt voll gut durch. Ich sehe das halt auch Peaches normalerweise nicht machen. Deshalb. Ja, halt nur zwischen den Spots, wenn die halt. Vielleicht. Ah, okay, das wäre zum Beispiel, wenn da jetzt noch den Stuhl getroffen hätte. Das wäre ganz crazy gewesen. Oh. Ja, aber Dennis kommt ein bisschen alive, würde ich sagen. Okay. Aber Jan, der Kombo. Das Matchup muss so krank anstrengend sein. Ne, die sind aber auch, die sind so gewohnt, glaube ich, so zu spielen, oder? Wahrscheinlich, das ist ja, die spielen das ja häufiger. Ja. Oder halt auch andere Floaties häufiger. Das ist halt das Problem, wenn halt nicht wirklich gegen sowas spielen. Hm. Oh, wenn Dennis jetzt hier noch. Oh! Oh, schade. Okay. Jetzt fast okay. Ja, aber dann ist jetzt das goldene Opportunity, ein bisschen den Lead auszubauen. Ja, genau. Perfekt. Wenn so ein Pass so richtig kranke Rest-Setups hat in diesem Matchup, dann ist es richtig, richtig anstrengend. Kann eigentlich Peach gut Rest-Punishen? Nur Turn-Up, oder? Werden wir sehen. Ja, halt so. Scheinbar nicht. Es gibt wahrscheinlich bessere Rest Punishes. Armada gegen Mango. Ja gut. Mit Rest zu Coop. Dann mit hier Stitch Face Coop. Oh. Hey, Jan wurde nicht getroffen in diesem Stock bisher. Jetzt das erste Mal. Nee, das ist wieder Fehler. Achso. Es ist irgendwie nur bei Puff so, das ist richtig komisch. Vielleicht ist es so ein Move, der das dann die Signal hat. Nein.
Nee, dass die Stats dann halt irgendwie nichts mehr machen. Das ist ja das Ding. Mhm. Oder irgendwie die Stats das dann. Irgendwie ein Fehlercode. Keine Ahnung, ob das schon gefixt ist, muss ich mal updaten. Nice. Kann man da nochmal auf die. Also, obwohl ich kann auf der Seite dann. Hm? Ich finde das so schade, dass hier dann das Overlay nicht da ist. Ja. Das nimmt irgendwie richtig viel Info einfach raus. Ey. Oh nein, Jan mit dem langen Kampf jetzt. Das wird so ein schmerzhaftes Comeback, würde ich sagen. Steht 1-0 für Jan gerade, ne? Ja. Oh, das ist 1-0, das ist so krass. Okay, okay. Ich glaube, Jan würde dann ja vorne auf 5 gehen, ne? Ich glaube, das kann sein, dass es das gestellt ist. Oh, oh. Weil bei Dreamland geht's ja ewig. Oh, Jan macht wieder was. Jan ist am Kochen wieder. Oh, okay. Schöne Recovery. Ah. Rest is on the table. Rest ist wieder. Gib mir keine Ideen. Das. Ich kann langsam, ich glaube, jetzt stirbt er gleich von ab, ja, langsam, ne? Oder vielleicht tut er das schon. Ja. Ah, ja, da ist er. War das ein Subflow? Nein, er hat nicht. Kein Subflow? Subflow ist aber länger zu abstecken. Ah, okay. Man muss so ein Level dann in den Boden machen. Ah. Geil. Oh. Nein. Es ist ein Kampf, ein Trauerspiel. So wird es heute zu einem Timeout kommen. Ich hoffe, nein, jetzt auch. Die spielen schon relativ aggressiv, würde ich sagen. Es könnte knapp werden, so auf die 2 Minuten runterkommen, aber ich glaube nicht, dass das zum Timeout kommt. Oh, schön, schön Dennis. Der denn nicht abwehren können sogar? Geht das nicht? Oh, da ist er. Fancy. Dennis spielt so tight auf einmal. Oh. Ah. Was ist das? Oh! Hey, Wahnsinn. Dennis baut weiter die Lead auf. Oh. Ja, der stirbt davon. Pappt da jetzt irgendwie so ein goddamn Myth, oh. Ey. Oh, wow. %167. Das ist das 169, ja. Nice. 169. Und stirbt immer noch nicht. Dennis lebt weiter. Rest is on the er wird gerade from downtown geschmissen. Oh, okay. Er macht sogar weiter. Okay, das war's jetzt aber, oder? Ja. Ja.
Wie findest du eigentlich die Idee, von 7 auf 8, von 8 auf 7 Minuten zu geben? Timer. Okay, das betrifft mich halt niemals. Das ist mir eigentlich voll egal. Ja, für CEOs wäre es, glaube ich, ziemlich gut. Ich weiß nicht, also das ist ja, dieses Argument ist ja, dass halt dann Leute dadurch, dass mehr an Timeout rangeht, dann einfach eher campen. Aber ich glaube, dass das in dem Zeitraum einfach keine Rolle spielt. Ich glaube, wenn es zum Timeout kommt, dann ist 7 oder 8 Minuten wahrscheinlich egal. Ja. Wahrscheinlich, keine Ahnung, wir können auch 6 spielen, ist mir egal eigentlich. Yoshi Story, ein Stock. Ey, tatsächlich? Das ist doch hier, wer ist das? Sammy Singles, ne? Das finde ich ganz cool eigentlich. First das to 5 war's, ne? First to 7? Ne, First to 5? Ich glaube, First to 5. First to 5 kann sein, ja. Das ist halt schnell vorbei. Keine Ahnung. Aber das. So mag ich mein Melee. Aber das ist halt, das können mehrere, einige Charaktere können dann besser. Wieso? Also, ich glaube, für einige Charaktere ist es dann besser als für andere. Oh, was? Also, für Puff ist es halt schon dann ziemlich kritisch, einen Rest zu benutzen. Ne, wieso? Ne, wenn man verkackt, dann verliert man ein Game. Ja, wenn du es hinkriegst, dann gewinnst du das Game. Also, eigentlich ist das sogar gut für Puff, würde ich sagen, weil du halt keine Repercussions für einen Rest hast. Ja. Du musst ihn einfach nur treffen. Und ich finde halt. Ich finde so halt Rest, Risk, High Reward zu bezeichnen, auch ein bisschen schwachsinnig, weil halt so, ja, wenn du die Setups richtig kannst, dann passiert dir das halt einfach nicht. Ja. So, Hungrybox misst keine Rests eigentlich, also wenige zumindest. Und für dann manche Matchups ist es dann richtig gut. Also ja. Zum Beispiel Puff Chic oder Puff. Ja, aber dann. Keine Ahnung. Halt ein bisschen mit arbeiten. Du hast ja dann noch andere Matches, um halt zu adapten. So das eine Match, was du halt sonst so lange spielen würdest, würde dann halt einfach auf mehrere Matches runtergebrochen werden. Das Geilste wäre dann halt, wie der das Set dann anfängt. Voll. Weil dann kann man so richtig aggressiv immer richtig mit mixen. Ja. Ich finde sowieso ganz witzig, wenn dann so ein Puff irgendwie so direkt einen Rest kriegt oder so und oder dann halt der andere so adaptet und der Puff direkt einen anderen Read macht und direkt wieder restet? Oder halt so wie bei dir, dass du mal ab und zu Falcon Punch probierst. Das würde ich, glaube ich, in Semi-Singles nicht mehr machen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Irgendein Gefühl gibt mir, dass das eine schlechte Idee wäre. Vielleicht dann mit mir. Ja, also so ein Ding von der Seile haue ich ja schon eigentlich gerne am Anfang. Aber halt auch nur, weil ich es witzig finde. So. Das ist halt dumm. Ja. Also es bringt meistens gar nichts. Kommt nur darauf an, gegen wen man es spielt halt. Ja. Ich glaube, so ein richtiges Set, obwohl... Eigentlich. Oh! So, schon wieder ein Stitch. Wieder ein Stitch, ja. Tja, versuch das mal zu fangen. Vielleicht macht er es. Ah. Oh, genau. Oh nein! Oh. Wenn er dann nochmal einen Rest bekommen hätte. Das ist ja wahnsinnig lustig gewesen. Oh, kein Tod, okay. Das ist jetzt hier Dennis' große Chance, die Lead auszubauen. Schön, da ist es. Wahnsinn. Jan hängt offiziell in der Seile, würde ich sagen. Oh, vielleicht auch nicht. Wow, so ein abgefahrener Air-Dodge. Ja, das krasse ist irgendwie, dass so. Ich sehe so, wenn mich so ein Side-B trifft, dann bin ich so, oh shit, ich bin offstage, ich bin tot. Und hier ist das so, na gut, okay, dann habe ich jetzt ein Side-B getroffen. Jetzt bin ich ein bisschen woanders. Oh. Gierig von Jan, aber. Er muss, glaube ich, langsam gierig sein. Er muss langsam gierig sein. Ich glaube, das holt er nur noch, wenn er sicke Plays macht jetzt. Muss er einfach von der Seite kommen. Er muss von der Seite kommen. Aber Dennis ist ja auch bereit dafür, dass er jetzt von der Seite kommen will. Ja. So. Oh, eine Bombe! Oh mein Gott! Oh! Oh! Sorry. Alter, dieses Set. Und? Schmeiß die Bombe! Die explodiert noch bald, oder? Kann die von uns alleine explodieren? Genau. Jawoll! Schöner Trade. Das war's. Wie viel Prozent hat der Dennis?
Keine Ahnung. Beide hatten doch ziemlich hohe Prozent. Ja, ja, ich glaube, eigentlich war das gar nicht so ein großer Play. Naja. Das ist einfach halt so, okay, er nimmt sie beide mit. Der Rest ist jetzt auch nicht mehr on the table. Der Rest ist nicht mehr on the table, ey. Obwohl eigentlich schon. Was will Peach machen? Stitch. Mit seinem Glück Stitch. Ja, aber okay, fair, aber das ist dann. Das hat Puff dann verdient. Oh. Ich glaube, das Schlimmste ist noch gegen Puff Saturn. Wahrscheinlich, ja. Aber dann croucht halt Puff einfach nur noch, anstatt zu schieben. Ja, aber das ist auch nicht so schlimm. Oh. Ja, das sieht schlecht aus hier. Ja, dann kann man aber auch die Waschmaschine machen. Ja, stimmt, aber da musst du erstmal nah genug rankommen. Dann ist er schon wieder weg. Die reden auch gerade sehr casual über das Timeouten. Wir haben beide Turn. Das ist deine einzige Wahl jetzt. Aber ich finde komisch, dass halt Stalling nicht so richtig ein Reset ist, wie das definiert ist. Da steht nur Stalling ist verboten. Das weil er halt. Ja, das ist halt ein bisschen schwierig, ne? Ich glaube, die Diskussion ist halt wirklich noch ongoing. Das ist halt mit Ledge Grab Limit. Ja. Ja, es gibt ja auch. Ich finde halt die Alternative zu Ledge Grab Limit Airtime Limit ziemlich gut. Oh, ey, was auch immer diese ganzen Camper aufhält. Ja. Oh, wow. Dennis, wollen wir nicht weiterspielen? Lass mich gut vorbereiten. Okay. Ehrlich gesagt finde ich dieses Let's machen Spaß.